Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über den Aufbau meiner Modelleisenbahnanlage. Am Ende des vorigen Teils habt ihr gesehen, dass ich noch ein Geländer am Ende des Hafengeländes aufgestellt habe. Auf diesem Modul fehlt jetzt noch jede Menge Deko und ich mache jetzt weiter mit dem Aufstellen von einem Schlauchboot. Das Schlauchboot werde ich jetzt nicht etwa mit Sekundenkleber aufkleben, sondern ich werde einen Föhn nehmen, erwärme die Oberfläche von meinem Wasserimitat und dann stelle ich dort das Schlauchboot rein. Und wenn das Wasserimitat dann wieder ausgehärtet ist, ist auch das Schlauchboot fest. Jetzt werde ich noch ein paar Güter verteilen, dort wo ich das Geländer aufgestellt habe, unter anderem Kisten und Fässer. Diese Kisten und Fässer sind, wenn ich mich richtig dran erinnere, von einer Firma, die nennt sich Mikora EK und auf der Packung stand was von Juvela Create Your World. Von dieser Firma sind auch die Altreifen, die Autoreifen, die ich in einem früheren Film am Hafen entlang verteilt habe. In diesem Film hatte ich als Deko Reifen aufgestapelt, die direkt an der Kaimauer stehen. Ein paar Holzkisten habe ich jetzt verteilt, das bleibt jetzt erstmal so. Auf eine der Holzkisten stelle ich jetzt noch einen Fotografen und dieser Fotograf gehört zu der Menschengruppe, die sich die Dampfloks anschauen. Hier habe ich ein Häuschen mit einem Fernsprecher drin. Das Modell ist schon fertig aufgebaut mit Bodengruppe und Geländer. Das werde ich jetzt neben das Gleis stellen. Diesen Fernsprecher klebe ich einfach mit Holzlamm auf und damit der Übergang von dieser Bodengruppe des Fernsprechers zu meinem Modul fließend ist, werde ich an der Kante entlang noch Holzlamm verteilen und dort kommt braunes Streumaterial und Grasfasern rein. Der Holzlamm wird jetzt großzügig um diese Bodengruppe herum verteilt. Und jetzt kommt braunes Streumaterial drauf. Und ganz außen am Rand entlang kommen noch ein paar Grasfasern drüber und so soll der Übergang fließend sein. Sodass nicht mehr auffällt, dass dieses Modell einfach nur aufgeklebt ist, sondern soll sich in die Landschaft integrieren. So, braunes Streumaterial und Grasfasern sind verteilt. So schaut das jetzt aus. Und damit das Gelände nicht zu flach ist, beziehungsweise ich immer wieder Hecken aufkleben muss, habe ich ein paar Grasbüschel von Heki, die haben die Nummer 1801 und die verteile ich jetzt hier auf dem Gelände. Für die Deko um meinen Bockkran habe ich noch ein paar Achsen von einem Waggon. Die habe ich irgendwann mal da ausgebaut und grau angemalt. Die verteile ich jetzt um den Bockkran und das soll dann so aussehen wie mal ausgebaut und hingelegt und dann vergessen. Die Achsen klebe ich einfach mit Holzleim auf und das Material, was zu viel ist, da kommt dann Grasfasern drüber. Das Ganze wird ein bisschen angedrückt. Auf diese Weise sehen die Achsen so aus, als wenn sie ein bisschen zugewachsen sind.
Der Kleber dort muss jetzt erstmal trocknen. In der Zwischenzeit setze ich noch einen Angler direkt an die Kaimauer. Und dann kommen noch ein paar Figuren ans Ufer, das sind dann die Badegäste. Die Figuren am Ufer, die Badegäste, habe ich aufgeklebt. Zusätzlich kamen noch zwei Autos hinzu, denn irgendwie müssen die Leute ja dahin kommen. Und um einen schöneren Übergang zwischen Wasser, Ufer und Modulkante zu bekommen, werden hier noch Bücher aufgeklebt. Diese Bücher, die ich hier verwende, die sind von der Firma Heki und haben die Nummer 1646. Die Bücher in dieser Verpackung sind zweifarbig, hellgrün und dunkelgrün. Die kann man schön mischen, das sieht dann natürlicher aus. Und wie ich finde, sehen die auch schöner aus als dieses Islandmoos. Die Bücher stehen, jetzt brauche ich noch eine Spur, die die Autos hinterlassen haben. Dafür trage ich Holzleim auf. In dem Abstand von den Reifen kommt dann braunes Streumaterial hin und über das Ganze kommt dann Grasfaser. Wenn das überschüssige Material dann später entfernt wird, nachdem der Kleber getrocknet ist, soll es aussehen, als wenn das Auto auf der Wiese solche Spuren hinterlassen hat. Die Spuren auf der Wiese habe ich jetzt präpariert. Als nächstes stelle ich noch ein paar Bäume auf. So, die Bäume sind aufgestellt. Das muss, wie immer, erstmal trocknen. Und jetzt stelle ich das Modul 2, das Modul, an dem ich gerade gearbeitet habe, an das Modul 1 mit dem kleinen Bahnhof und dann kann man das mal im Ganzen sehen. Hier kann man jetzt schön sehen, wie das Hafenbecken im Ganzen aussieht. Und so sieht man schön, wie die beiden Module zusammen aussehen. Ob das alles jetzt so bleibt oder ob noch mehr dazu kommt, das weiß ich momentan nicht. Aus Erfahrung kann ich euch sagen, manchmal ist es besser, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, was anderes zu tun, dann wieder zurückzugehen zu dem Modul, sich alles anzuschauen und dann zu entscheiden, ob hier oder da noch was dazu passen könnte. Dasselbe habe ich jetzt bei dem Modul hier gemacht und habe mich dafür entschieden, dass ich vor das alte Stellwerk, vor das stillgelegte Stellwerk, noch einen Waggon stelle. Hier habe ich den Waggon, das ist ein Modell von der Firma Arnold. Den Waggon habe ich so ein bisschen braun angemalt, die Farbe verschmiert, das soll das Rostige darstellen. Und den Waggon klebe ich einfach mit Sekundenkleber auf das Gleis vor das Stellwerk. Nachdem der Kleber jetzt getrocknet ist, kommen noch ein paar Hecken dazu. Und zwar soll der Waggon ein bisschen zugewachsen aussehen.
Die Hecken habe ich passend zu den Hecken gewählt, die ich neben das Gleis geklebt habe, und diese sollen jetzt am Waggon hochwachsen. Diese kleine Szene, dieses kleine Detail ist jetzt auch fertig. Jetzt mache ich noch mal einen Schwenk rüber zu meinem Hafen. Und damit sind diese beiden Module, der kleine Bahnhof und das Modul mit der Ausgrabungsstätte, fertig. Vorerst. Man weiß ja nie, was noch kommt. Jetzt habe ich hier das Modul, was ich so als Testobjekt genommen habe. Man sieht, es ist viel dran rumgebastelt worden. Unter anderem habe ich vorne eine kleine Ecke mit dran gemacht. Ich finde es zu schade, es einfach jetzt wegzutüdeln. Deswegen stelle ich das hier vorne an die Seite. Das gibt also das nächste Modul für meine Anlage. Aber dazu später mehr. Und das war's dann wieder für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.